Ah, das Erfolgserlebnis habe ich heute gebraucht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warships und heute mit einer Premiere. Wir sind heute zu dritt, denn heute bei uns ist der Losieger. Hallo. Und natürlich kennt ihr den vollkommen Zweiker. Ja, hallo. So, und ja, ich spiele heute einen kleinen Flugzeugträger, den japanischen, denn ich habe jetzt mal, ja, umgeändert von den Amerikanern zu den Japanern, weil die Japaner können auch mit zwei Torpedobombern da durch die Kante fliegen. Habt ihr damit jetzt besser was? Wir hoffen es doch mal. So, und ihr habt eure Wyoming. Ja, wir fahren mit den jeweils mit der Wyoming. Und zumindest vorhin beim Soundcheck lief es ja einigermaßen ganz gut, ja. Ne? Beim Aufnahmetest. Ja. Und da lief es ganz gut. Also wollen wir hoffen, muss jetzt auch super laufen. Das muss jetzt. Wir sind Top-Tier. Sieht doch schon mal gut aus. Ist schon mal eine relativ gute Voraussetzung. Sehr gut. Und nur ein DD. Und nur ein DD, das ist ja super. Das wird eine gute Partie, würde ich sagen. Das wird jetzt so eine Bombenpartie. Ja. Wir werden jetzt so viele Kreditpunkte machen, dass wir gleich die 10er kaufen können. Ja, genau. So, wo wollt ihr denn hin? Ich bin Schiffchen nicht. Ich würde wahrscheinlich Richtung C oder so fahren, wo man so reinballern kann. Oder vielleicht A, also mir ist eigentlich egal. Ich mache je hinterher, also mir ist das relativ. Okay. Geh du erstmal ein bisschen spotten mit den Fliegern. Also ich fahr jetzt glaube ich erstmal so mit Viertel Elan geradeaus. Ja, nee, ich hab ja, full Speed. Schon hochgeschalten. Ja, vielleicht zu A. Los, A ist schön. Jetzt wird ein bisschen laut das Spiel. Ich muss nur meine Türme nochmal drehen hier. Das ist ein bisschen doof. Aber nicht. Ich glaube, in den Süden fährt es jetzt schöner, ne? So, wo sind meine Flieger? Da sind meine Flieger. So, die 2, du beschützt die 3. Und die 4 hängt sich an die 3 dran. Und die 3 steuert. Ha! Also doch Norden. Okay, alles klar. Ich kann ja mit 3/4, ich glaube, ich bin eine ganze Ecke schneller als ihr. Aber kennst du da gegen die Längle, ne? Also musst du so aufpassen. Achso, wegen Jäger. Ausweichen. Ja, die Jäger aufpassen. Oder über einen Kreuzer drüber fliegen. Ui, ich flieg gerade über euch drüber. Ja. Sieht doch cool aus, so die Flugzeuge, dass du so angucken kannst. Ja, ist ja so. Sehr langweilig, die Partie. Wir bereiten gerade den Lemming-Tränen vor. Tüldü. OB wird schon gekippt. Ist deine Wyoming eigentlich schon voll ausgebaut? Nee. Ist ja nicht. Also ich habe jetzt einen neuen Rumpf, ja. Mit mehr Flugabwehr, glaube ich, kam dazu. Also es ist ja noch nichts dran. Ich bin offen. Meine Nebel hat mich bestimmt aufgedeckt. Ich bin das auch entdeckt. Bestimmt auch vom gemeinen Nebel. Der Nebel des Todes, Kräuter. Ich sehe den Nebel des Todes. Wir stehen unter Beschuss. Gehst du ein, oder? Kreuzer. Redst du mit uns, oder? Nö, ich rede mit mir selber. Ach so, na gut. Ich hatte schon Angst, dass wir das jetzt verstehen müssen, was du meinst mit Kreuzer und. Oh nee, hä? Ich erwisch den nicht. Oh, ich krieg die Krise. Du darfst jetzt aber nicht bremsen, ne? Sonst fahr ich hier voll hinten drauf. Was? Ankerwerf? Ankerwerf. Genau, auf die St. Louis. Da geh ich auch mit drauf. So, ne, der werde ich mal mich nach Norden drehen ein bisschen, damit ich nicht so nah an euch ran.
Die ist langsamer als gedacht. Wer? Eure Wyoming? Ja, ne, die St. Louis. Ja. Ich hab zu weit noch vorgehalten. Zu weit vorgehalten. Ah, sieht aber cool aus, wie er so Informationen fahrt. Ja, natürlich. Ja, die B-Note, das haben wir vor uns geübt. Ah, synchron schwimmen. Wenn dann ein paar Torpedos kommen, dann muss das schon. Wir sollten uns vorher absprechen, mal ausweichen wollen. So Parade. Ja, die fange ich ab. Die fange ich ab. Das ist wie bei Bodyguard oder was? Alle Stationen brauchen die Kreuz dort hinten. Oh, die kommen gut. Ja. Naja. Jo. Oh. Ich entdeckte, ne? Die St. Louis ist rausgekommen. Ah. Oh, Fliegen. Habt ihr denn irgendwo ein Schlachtschiff für mich? Nee, aber wir haben ja Bomber. Wir haben ja ein paar Bomber, die du uns mal vom Leib halten könntest. Ja, bin schon auf dem Weg. Wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Über uns. Die sind schon wieder abgehört. Die haben doch schon wieder ab. Ich gehe auf das. Da kommen schon die Torpedos auf uns zu. Ja, ich hab schon. Dort schon. Was? Kommen ja schon. Torpedos auf uns zu. Ah, die kommen schon auf uns zugeflogen. Bomber. 5 Kilometer entfernt. Also. Oh, ja, die kannst du mal abfangen. Bin schon dabei. Also ich drehe mal ein bisschen ein, damit wir nicht zusammen Ziel sind, ja. Ich drehe nach rechts, nur nach links. Der will sowieso auf mich, ich drehe ihn nach links. Oh. Schieße runter! Ich glaube, die haben schon ausgeschlossen. Und eigentlich müssten wir irgendwie mit Kreuzen zusammenfahren, damit die uns... Also der... ich wurde abgefangen, tut mir leid. Oh. Au. Das ist doch mal Teamplay mit dir, echt. Was mit mir? Ja. Na danke, nicht, weil meine Jäger wurden... Ja, echt. Meine Jäger wurden abgefangen von anderen Jägern. Sorry. Ja, du musst halt aufpassen. Ja. Jetzt wirst du halt getobt. Ja, jetzt wirst du torpediert. Na toll. Was hast du davon? Jo, das ist eine Bombenrunde, war das? Ich sitze in die Torpedosucht dich unterwegs. Du sollst vielleicht ausweichen, aber ich glaube, du kannst gar nicht mehr ausweichen. Komm schon, dein Arsch rum, Süßer. Na, endlich, klappt. Ja, ich weiß. Und hier trennen sich unsere Wege, ich fahr jetzt hier zwischen den Inseln durch. Problem gelöst. Da hab ich doch easy einen Anker. Boah, ist das Ding unwendig bisher. Komm schon, jetzt aber gute Treffer. Da reicht ja nicht ein Anker, gute oder? Gute Treffer. Komm schon. Jawoll. Bist du wenigstens auf die Kaiser da hinten unterwegs? Fuck. Na, drei zumindest. Keine Vierer, letztes Mal hab ich Vierer gemacht. Läuft doch voll. Na, eigentlich treffe ich da immer Vierer. Hat er auch noch Leck, oder? Das Ziel bei Torpedos sind eigentlich nicht die Torpedotreffer an sich, sondern eher, dass du der Wasser reinlässt. Mhm. Weil das ist eigentlich dein Hauptziel mit Torpedos. So, wo schwimmen eigentlich meine Jäger rum? Sind sie tot? Günther, wo bist du? Die sind bestimmt im Flugzeug, in deinem Schiff drin. Die sind schon rein, ja. Ach, weil sie abgeschossen wurden. Ja, das sind schon neue. Ja, stimmt. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass diese bitte schwächer sind, ne? In Bewegung, glaube ich, sitzen. Ja. Die sind nicht schwächer, die sind weniger. Ja, doch, sind sie ja schwächer. Oh, der Staffel. Ja. Und du solltest Gas geben. Ja, hab ich schon. Mach ich schon. Keine Angst. Okay. Bin schon dabei. Ah, da ist ein Schlachtschiff hoffentlich. So. Ich höre mal derweil meine Jäger über euch drüber, wa? Oh, mach gut. Das war ein sehr guter Schaden.
Da bist du St. Louis? Ja. Oder ging mir nicht auf deinen. Ja, versuch was denn zu snacken. Irgendwo ein Schlachtschiffchen. Du wirst von Dings verfolgt, von ja. einem Jäger. Ja. Und hinter dir ist auch irgendwo noch ein Zerstörer gewesen. Ja. Ah, davor ist aber noch ein Kreuzer davor. Da kann ein bisschen aufpassen. So, wir müssten jetzt eigentlich mal so Richtung B fahren, weil sonst. Du könntest ja mit deinem Jäger Ding versuchen, den DD zu finden. Ja. Gut, da ist er. Da ist er, ja. Ich geh mal, warte mal. So. Wo ist denn jetzt das Ding hin? Da. Der will mich nämlich toben, der Arsch. Oh, da war ein Berg im Weg. Ups. Das war ja doof. Naja, Steinbrocken rausgekratzt. War nicht schlimm. Bisher ist die Partie noch nicht so gut für uns, ne? Also würde ich nur mal sagen. Das wird schlimm, oder? Wohl eine nicht sehr gute Premiere, habe ich das Gefühl. Ja. Greifen Gegner an. Gruppe 4. Greifen Gegner an. Komm schon. Ah, muss schon ein bisschen üben. Auf. Wenn ich nicht aufnehme, sind die so geil, wieder bis 2 getroffen. Gruppe 2 sind unter Beschuss. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Tja, und den kleinen Torpedobomben habe ich abgefangen. Das ist sehr gut. Ich dachte, ich mach mal einen Vierer hier davor. Gerade bei der ersten Runde, ne, mit der Horseshoe. Kleine Runde. Ist St. Louis? Wie bitte? Die St. Louis, die es könnte ja ein Problem werden. Wobei momentan ist er noch ziemlich spaßig, weil sie nur AP schießt. Ah, mein Schiff hat heute kein Zielwasser getrunken. Nee. Meine Torpedos auch nicht. Oh. Meine Jäger sind aufgebraucht. Oh. Müsst ihr mal neue holen? Also echt. Ja, ich bestelle mich schnell bei eBay welche. Nicht um mich schießen! Auf dich. Oh, da ist eine Zerstörung. Ich glaube, der möchte nicht zu mir. Das ist gemein. Ja, dann das haben wir uns Team steht kurz vor dem Sieg. Ich brenne! Oh, das ist eine volle Chaosruhe. Ich verstecke mich mal hinterm Berg, ich hoffe, die kommen nicht näher. Ach. Oh ja, ich glaube, bei euch fahrt einer gegen eine Insel, wa? Nö. Ne? Schaut's aus. Ne, bist vorbei, gut. Ich hab bloß auf die Karte geguckt. Aber wir werden einfach verlieren, weil wir keine Cap-Punkte haben, ansonsten könnten das eigentlich noch locker gewinnen. Ja, stimmt. Müsste es mal cappen, das wäre cool. Wenn ich da reinfahre, bin ich weg.
No. Ist Ausreden. Oh fuck. Der Zerstörer kommt zu mir. Warum? Warum macht er das? Ich finde das echt nicht knurke. Oh nein, gerade wenn ich jetzt mal toben will hier. Ich bin weg. Der hat mich aber wohl eiskalt erwischt. Der hat mich aber und tun meine Bomber wenigstens noch was machen? Ja, du hast glaube ich gerade nochmal Tops abgeworfen. Auf die Kaiser. Weil die hat zu früh reingedreht, ich konnte ja nicht mehr korrigieren, meinen Schuss. Schade, Pomade. Los, hol die Tops runter. Schaut's bei euch aus? Wir müssten mal irgendwas versenken, damit die Gegner wieder Punkte verlieren. Hm. Oh. Also von dem Leben her könnte ich noch eine ganze halbe Ewigkeit hier battlen, aber... Okay, unten wird auch gekappt. Jetzt haben die aber oben dafür. Na, wir müssen jetzt die Kaiser versenken. Dann verlieren die 100 Punkte, wir bekommen dazu und dann... Wäre das schon mal ganz gut. Jetzt versenke ich die Kaiser mit einer Salve. Das will ich sehen. Naja, wenn meine Kanonen erstmal gedreht sind, na dann, ne? Dann geht es los. Ja. Na, fast. Ja. Das. Der Zerstörer. Ja, Zerstörer. Ey, den kannst du mal versenken, räche mich. Der Arsch hat mich versenkt. Eine Salbe und der ist weg. Ich habe erstmal die Kaiser, das muss man zusammenschneiden, damit das. Muss zusammenschneiden, damit das eine Salbe war, ne? Genau, ach stimmt, ja, schneide ich dann zusammen. War eine Salbe. Jawohl. Ah ja, das ist. Ja. Jetzt nehme ich noch die Karlsruhe mit einer Salbe raus. Genau, dann ist die Karlsruhe mit einer Salbe raus. Wenn zufällig so ein kleiner Sprung in der Musik ist, das ist ein Fehler. Vom Spiel. Ah, ich kann reparieren hier. Sehr. Jawohl. Aber wir... Nein, oder? Wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Achso, war auch keine mehr. Waren keine Gegner mehr da? Ja, das war Ende im Gelände. Geil. Weil ich habe jetzt bloß zum Schluss schnell auf die Punkte geguckt, weißt du? Da waren wir ja eigentlich hinten. Und nicht auf der Karte. Haben wir gecarried hier. Sehr cool. Sehr geil. Geht noch ein schnelles. Hallo? Bei mir, ja. Der ist gerade kurz stumm. Selbe nochmal. Ich würde gerne nochmal Flugzeugträger machen, wenn du nicht dagegen hättest. Oder? Ja, sind wir nicht die 20 Minuten schon voll? Also, ja. Nee, wir sind noch nie ganz. Können wir ja schnell das? Wir sind schnell. Bei 18, ne? Dann ja. Los geht's. Aber ganz schnell. Alles klar, ich würde es gerne nochmal machen. Super, danke euch. Ich will nämlich endlich mal zeigen, dass ihr mit 4 Torpedotreffern klappt.
So der Vorführeffekt, das hat wirklich, wo ich alleine das erste Mal gespielt habe, hat das sogar funktioniert richtig geil. Und das hintereinander ein paar Mal, weißt du? Jetzt der Vorführeffekt, ne? Nö. Ach, wir sind sogar wieder Top-Tier, also komm, da ist ja. Und du hast eine Länge zum Support. Ja, super. Ja, das ist eigentlich sehr gut. Ja. Ich tausche die Jäger aus. Ich krieg den seinen, der kriegt meine. Also im letzten Gefecht hatte ich das mit einer Salve natürlich geschafft. Ihr habt es, glaube ich, nicht gehört, weil ich noch stumm geschalten war. Also wie bitte, was? Alles das letzte Schiff. Ja, habe ich dann mit einer Salve rausgenommen. Achso. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Natürlich nicht. Wie gesagt, hätten wir zusammenschneiden können, das fällt dann nie auf. Ach, Fenster. So. So. Also ich fahre über unsere Heimat Gedöns. Über unsere Heimatgedöns. Vorbei. Ja. Ja, ich würde sagen, ja, gut, dann machen wir das so. Also ich fahre über unseren Kipppunkt vorbei und versuche ein bisschen was mitzunehmen auf dem Weg dahin. Und ich weiche dir hier von der Stelle. Sehr gut. Weil du bist jetzt meine Luftabwehr. Wieso? Ich habe keine. Achso. Ach, du bist ja der. Ja. Arkansas, ja. Das Oldschool-Ship. So, dann mal raus mit den Jungs. Also ich hab's nicht erkannt. Was ist nicht erkannt? Guck mal, da kommen schon die ersten Flieger. Also, nee, du fliegst ja eh wieder am Anfang noch rum und... Ja. Die Luft überwachen kann eigentlich den Längle übernehmen. Du schaffst es ja nicht. Nee. Ich beschütze lieber meinen. Könnte ruhig untergehen. Fliegst denn du rum? Also du machst ja voll den großen Bogen. Ja. Ich will nicht auf den Kreuzer oder irgendwas treffen. Ja, aber du bist ja so einer, der ein bisschen mit spottet, also mit deinen Fliegern. Ja, ja, ich mache aber, kann ja die Versteckten da jetzt, weißt du, wenn die außen rumkommen. Mhm. Na gut. Weil auf der anderen Seite ist ja schon der andere Flieger. Da kommt nämlich schon wieder so ein... lass mich bloß in Ruhe. Ich krieg was ab. Wenn der mich sieht, der kommt sofort zu mir. Was aber echt Schiss wegen Flak, ne? Du huckst ihn bald schon auf die Pelle. Ja, ohne Luftabwehr ist so ein Flugzeug schon gruselig. Gibt's schon irgendwelche Ziele? Das da wird mein Ziel. Oh Gott, die Dingsbums, die Galdun. Die was? Galdun da. Oh, jetzt dreht er wieder ein. Wieder nie geschafft. Ich krieg die Krise. Ich sollte auf meinen Instinkt hören. Ich wollte eigentlich, du sollst zurückkehren. Nein, jetzt rammen die sich dort. Ach, echt? Oh, da war eine Schelle. Ich fand's ganz gut, dass sie sich gerammt haben. Ja, aber ich hatte vorher schon geschossen gehabt. Das ist natürlich blöd. Ja. Gott, eine Kaiser rausgefahren. Au. Mhm. Ich hab beschossen. Wie das denn? Fährst mitten in der Mitte rum und da sind Flugzeuge rumgeflogen, die dich spotten und... Ja, ja, aber wo ist denn hier was in der Nähe? Das heißt in der Nähe? Battleships schießen sich einfach an. Nee, es geht bloß darum, ich dachte, ich bin noch außerhalb der Reichweite von den anderen.
deswegen. Aber da war ich wohl ein bisschen zu unaufmerksam. Gruppe 3 bereit. Gruppe 3 bereit. Gruppe 2 bereit. Gruppe 3 behalte derzeitigen Kurs bei. Startklar. So. Kommt schon die nächste Kumpelblase. Ach, dort, oh, das bin ich. Ja. So, jetzt aber. Jetzt, wo ich richtig schön ausholen könnte, kam Berg. Das ist manchmal nervig, ne? Weil wenn du reinzoomst, gehst du ja ein Stück höher, da sieht man das manchmal nicht. Ja, du hast aber eigentlich in deinem Visier so eine Anzeige für Berg. Echt? Ja. Ja. Kann man sich einschalten, oder wenn man es nicht eingeschaltet hat. Ach so. Okay. Ja. Das hab ich. Mir zeigt es eigentlich an, dass ich auf Berg schieße, aber man kriegt das halt so im Killrausch, ich weiß nicht. Naja, da kriegt man das nicht gleich mit. Manchmal so, wo ist er denn jetzt? Wenn man so denkt, da jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn, dann zoomst du raus und hast eine Insel vor dir. Okay. Oh, zwei Zitadellen. Echt jetzt? Ich habe auf dem 400 Leben Schiff HEs geschossen und habe keinen Schaden gemacht. Alter, was hat mich. Was ist denn mit dir passiert? Ja, ich habe das Gefühl, 14 Zitadellen bekommen. Oh, was ist denn jetzt los? Dreh doch ein! Jetzt habe ich dir einberechnet, dass du eindreht. Das dreht er nie ein. Du Arsch. Ja, aber noch mal letzte Runde. Na komm, jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht doch auch gut aus. Und das sieht doch auch gut aus. Vier Treffer und versenkt, Baby. Yeah, jetzt hat's geklappt. Obwohl er nicht eingedreht hat. So. Ah, das Erfolgserlebnis habe ich heute gebraucht. So, mal sehen, was auch noch zum Gewinn, zum Sieg führen. Ja, mal sehen, was meine Jäger. Ah, nein, meine Jäger sind tot. Die sind echt schwach. Schade. Die sind echt schwach, ja. Aber da finde ich es mit den Torpedos geil. Also, lieber schwache Jäger, muss halt ein bisschen aufpassen. Das ist aber wenn du die verlierst, wenn du deinen Jäger verloren hast, dann bist du wirklich in dem Match. Wenn du kämpfst gegen die Längde mit besseren Jägern, dann warst du es. Also, dann kannst du ganz das Spiel rausgehen eigentlich. So, wie steht's denn jetzt eigentlich? Ah, gut für uns. 4-2. Also. Ja. So, ich fahr mal der Längle hinterher. Die soll mich mit beschützen, bitte. Unser Team hat die Führung übernommen. Jawohl, aber dort ist ein Schlachtschiff, das nehme ich mir vor. Und da ist auch noch kein Flugzeug in der Nähe. Nee. Superb. Na, lande doch. Ach, bist schon. Gut. So. Startklar. Gruppe 3 behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 4 behalte derzeitigen Kurs bei. Den könnte ich nochmal treffen. Sehr gut. So, wie sieht's bei euch aus? Vernichtender Schlag hier. Ach so, also mir sieht's eigentlich ganz gut aus, ja. Du Sieger, du bist schon weg? Ja, ich hab 4 Zitadellen bekommen. Oh, das tut weh. Das waren 4 zu viel. Ja. Ne, eine zu viel. 3 hab ich überlebt. 4er sind einer zu viel. Unsere andere Arkansas Beta wurde gerade von Torpedoflugzeugen geärgert. Dann willst du nicht einlenken, Digga. Jetzt lenkt er woanders rum.
Ich schau mal deinen Flugzeugen zu. Oh. Was? Du musst auch die Arkansas Bitters quälen hier. Ohne Luftabwehr. Du kannst ja den ganzen Tag nehmen zum Aim. Ach, hat nie geklappt. Fuck. Ich habe immer versucht, so V-förmig von frontal auf die drauf zu gehen, seit es keine Chance hat, auszuweichen eigentlich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Taktik ist, aber. Kehren zurück zum Schiff. Ja, manchmal schafft das Schiff trotzdem da rauszukommen. Oh. Mein Kreuzfeuer, gut, das hat vor uns fast geklappt. So, jetzt hier behaupte mich auch wieder so ein verkackter Jäger. Da hat er ein Torpedoflugzeug gemacht. Na, zum Glück habe ich noch welche. Sagt die Zeit 9 und wie steht's? 700 zu. Naja, das gewinnen wir auf jeden Fall. Die kann man echt gewinnen. Ich glaube, sie kommen jetzt gerade mal Torpedos auf mich zu, oder? Wollen die nichts von mir? Ach klar, wollen die was von mir? Ah, nö, doch nicht. So, gleich kann ich meinen zweiten. Komm schon. Komm schon. Und raus mit dir. Weg. Achso, das ist untergegangen. Ach, schade. Wen kann ich nicht. Wen kann ich denn jetzt hier noch behaken? Ach, das sind ja. Der Flugzeugdreher. So, wie ist denn noch einer? Da muss ja nur irgendeiner rumschwimmen. Da ist er. Super. Unser Sieg ist in Sicht. Kuppel 3, wir stehen unter Beschuss. Kuppel 3, greifen Gegner an. Greifen Gegner an. Wir stehen der unter Kuckone. Beschuss. Der macht nichts. Oh, das wird schön treffen. Boom, boom. Und vier. Aus. Boom, boom. Jawoll. Wir haben einen gegnerischen Flugzeugträger versenkt. War zwar schön, dass Vierer getroffen. Eingelenkt, wieder vergessen. Aber wenn er steht, dann ist ja okay, eine Kunst. Das und wir haben gewonnen, jawoll. Ist ja Endleser. Das waren jetzt zwei Siege hintereinander. Was nee, unglaublich. Unglaublich. Und wie viel Schaden habt ihr gemacht? Nicht. Nicht? Raus, ja. Hä? Ich glaube 400 nach nicht halt geplatzt. Ach so. Ich bin nämlich, ich habe echt gute Runde mit über 90.800. Mhm. Ja, das ist jetzt hätte ich die plus 100% gebraucht, ne? Das wäre echt geil gewesen. Na, supi. Ja, da sind wir jetzt bei 34 Minuten. Gute Folgenlänge. Ne? Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Ne? Dann sagt mal schön tschüss, der Lusiga. Oh, ciao. Und natürlich der Vollkommen 2K. Tschüss. Und ich sage auch tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Und wenn nicht, cut it out.